Hey ihr Lieben und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich bin jetzt gerade endlich mal nach Hause gekommen und ich bin mega müde, ich bin mega kaputt, alles zusammen und ich habe einfach so eine geile Zeit erlebt und ich bin schon echt müde. Ne. Auf jeden Fall bin ich gerade nach Hause gekommen, habe meine Vlogging-Kamera direkt ausgepackt, weil ich euch ein bisschen erzählen will, was ich jetzt die 3 Tage gemacht habe. Ich hätte auch euch mitgenommen, aber ich weiß nicht, aber irgendwie vergesse ich das auch immer und komme dann auch nie dazu. Und es war schon ein bisschen stressig, aber positiv gemeint. Nicht so, oh, jetzt schon wieder. Es war einfach richtig positiv gemeint, so weil Montag hatten wir, also jetzt waren ja die 3 Tage Video Days. Einmal Mittwoch war jetzt nur Soundcheck, Donnerstag war die Show und heute ist Freitag, war dann noch Meet and Greet und Autogrammstunden. Und das heißt, ich hatte, also gestern, da habe ich mich jetzt irgendwie gerade vertan oder so. Ich weiß nicht, ob ich jetzt vorhin gerade. Auf jeden Fall war Donnerstag die Show. Habe ich das gerade auch so gesagt? Ich weiß nicht, auf jeden Fall war Donnerstag die Show. Und natürlich hatte ich da meinen Auftritt mit dem Song Mädchen. Und oh mein Gott, Leute, ich kann es nicht glauben. Es waren so viele Menschen da. What the fuck? Das waren 11.000. Und ich war komplett allein auf dieser Bühne. Und es war so heftig. Dieses Gefühl war unbeschreiblich schön. Und ehrlich, also vom Gefühl her, vom. Ich meine jetzt nicht, aber ich bin Star. Nein, vom Gefühl her hat man sich wie ein Star gefühlt, weil die Bühne so riesig war und das war ja eine Lanxess-Arena. Und man hat einfach und war voll so in seinem Film und es hat Spaß gemacht und die Leute haben mitgemacht. Boah, da habe ich gar nicht mitgerechnet, dass da alle mit, also die meisten haben richtig mitgemacht. Also wenn da welche waren, die mich ausgebucht haben, man hat auf jeden Fall nichts gecheckt. So. Die meisten haben halt wirklich mitgemacht, mitgesungen und auch die Hände da rechts, links, alles schön mitgemacht. Und das hat mich so gefreut, dass auch wirklich so viele mitgemacht haben, was ich wirklich gar nicht mitgerechnet. Ich dachte, wenn, sind die eher so ruhig oder so, ne, hören sich das dann an, dann war's so. Aber ich muss sagen, echt, ihr seid abgegangen. Ihr seid richtig abgegangen und das hat mich wirklich gefreut. Und danach war ich auch wirklich glücklich. So, ich kann wieder nichts sagen. Ich bin unfassbar stolz. Stolz auf euch, weil ihr so krass seid, echt. Auch heute, ich hatte ja die 2 Stunden Autogrammstunden. 2 Stunden waren das. Und die erste Stunde kam jetzt nicht so viele. Aber auch schon für mich, so, wo ich mir dachte, so, wow, da so viele kommen, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Und dann bei der 2. Stunde kam wirklich, für mich waren das wirklich unfassbar viele, so. Ich hätte wirklich nicht gedacht, dass so viele kommen. Das war krass, ey. Und ihr habt Geschenke mitgebracht und ihr habt geweint, ihr habt euch so gefreut und es waren wirklich auch viele da, weil ich ja auch ein paar von euch so immer mal wieder so gefragt habe, ja, für wen bist du denn so hier? Und dann haben sie halt auch nur gesagt, ja, nur für dich. Und das hat mich auch so berührt, dass Leute wirklich nur für mich kommen. So, natürlich freue ich mich über alle, die gekommen sind, die auch wegen anderen gekommen sind. Viele waren halt auch wegen Mike da. Ich habe ja auch mittlerweile ein Stück von der Community von Mike abbekommen, dank Mike. Deswegen danke, Mike, wenn du das siehst. Du wirst das eh nicht sehen. Auf jeden Fall. Trotzdem danke an Team Singer natürlich, dass auch mich von dort aus welche unterstützen. Aber meine Community noch auch tausend Dank, dass ihr erschienen seid. Echt. Ich habe mich super doll gefreut und es war so krass und auch meine ganzen Leute so, die die Seiten für mich gemacht haben. Ihr postet auch direkt so von der Show und so und dass ihr stolz auf mich seid. Und ganz ehrlich, ich bin stolz auf euch, weil ihr mich einfach so unterstützt, egal was kommt, egal was ist, so Hater oder so. Ihr legt euch direkt mit denen an. Natürlich will ich nicht, dass ihr euch mit denen anlegt, weil
ich ignoriere das, also sollt ihr das auch ignorieren, aber trotzdem so, ihr lässt euch nichts sagen und ihr wollt kämpfen und ihr seid so süß einfach und das ist so, ich schätze das einfach, dass ihr solche Krieger seid, so solche Soldaten und so kämpft und ich bin euch unfassbar dankbar, ehrlich jetzt. Und das sage ich nicht so, weil das selbstverständlich ist, sondern ich sage es wirklich, weil ich das so meine und das aus dem Herzen kommt. Und es ist krass zu sehen, dass, also wirklich jetzt, man kann sich gar nicht vorstellen, man sieht immer nur diese Abonnentenzahl, aber wenn man dann wirklich davor steht, dann ist alles anders, wenn man dann plötzlich diese, natürlich sehe ich dann meine Instagram-Zahl nicht dort, ne? Aber 11.000 waren da jetzt. Das waren ja nicht alle für mich da. Aber trotzdem, so vor dieser Menge zu stehen und du bist ganz alleine auf der Bühne und singst da jetzt, musst performen und es ist so ein krasses Gefühl und ich kann es nicht beschreiben. Deswegen, also wirklich. Es ist wirklich ein Traum. Ein Kindheitstraum, der wahr wurde. Und ich bin so froh, sowas zu erleben. Und es macht so Spaß alles. Ich kann es nicht in Worte fassen, echt. Ich muss mich auch die ganze Zeit jetzt wiederholen. Es tut mir auch wirklich leid, wenn ich mich hier gerade die ganze Zeit wiederhole. Aber das ist, weil ich einfach, ich bin so geflasht einfach. Ich bin richtig geflasht. Ich kann es nicht glauben, echt. Ihr seid einfach die Besten und ich bin euch so dankbar. Wegen euch darf ich sowas erleben. Wegen euch ist das alles so gekommen und ohne euch wäre das alles gar nicht. Wäre ich gar nicht auf dieser Bühne und dürfte da singen und performen und vor so vielen Menschen. Und das war so krass, Leute. Wirklich. Es war so krass. Ich glaube das nicht. Und ich musste, heute hatte ich auch total den emotionalen Tag, so, ich musste einfach immer wieder für mich so ein bisschen weinen, weil man hört die ganzen Leute schreien und mitsingen und die Arme von rechts nach links und sie freuen sich, dich zu sehen, sie freuen sich richtig, dich zu sehen und rasten aus und das ist so krass einfach und ich musste halt so oft, wirklich kam mir die Tränen, weil ich so dachte so, das ist doch nicht normal, ey. Wirklich, das ist so ein unbeschreiblich schönes Gefühl gewesen, dass ihr da auch so mitgemacht habt und ihr seid echt toll. Und ich hoffe, ich werde so viele von euch nochmal sehen und euch in den Arm nehmen und nochmal auftreten, weil das macht mir so unfassbar Spaß. Auch die Musik so. Ich bin keine Profisängerin, das weiß ich. Ich muss an meine Stimme noch unfassbar viel arbeiten. Aber ich bin bereit, wirklich dafür zu arbeiten. Ich gebe mein Bestes, also ich will auf jeden Fall mein Bestes dafür geben, um meine Stimme zu verbessern. Und mehr Songs zu machen und viele Musikvideos. So, das ist mein Traum. Und euch, also halt die Musik mit euch zu teilen, so. Und ich hoffe natürlich, dass es euch dann auch gefällt und so. Ich gebe wirklich mein Bestes, Leute. Es ist nicht so, dass ich sage, okay, ich möchte jetzt unbedingt einen Song machen. Nein, ich mache es, weil es mir auch Spaß macht. Ich habe da so unfassbar Spaß dran, einen Song aufzunehmen und zu singen und so. Ich habe es früher schon gerne gemacht und das mache ich immer noch gerne. Und ich würde es auch weiterhin gerne machen. Und Leute, so, entweder gefällt es euch oder halt nicht so. Ich zwinge auch gar keinen so, meine Musik zu feiern oder so, auf gar keinen Fall. Dafür gibt es ja auch andere Leute, die Musik machen. Ich feiere auch nicht jeden, der Musik macht. Ist auch nicht schlimm, man muss auch nicht jeden feiern. Aber ich möchte gerne weitermachen, egal ob es irgendwelchen gefällt, nicht, also egal ob es irgendwelchen nicht gefällt. Und deswegen, also ich werde auch immer weitermachen. Keiner kann was sagen, keiner kann mir das kaputt machen. Da kann noch so viele Haters kommen. Nein, Enya macht weiter und Enya bleibt immer dran. Deswegen, Leute,
Macht euch überhaupt gar keine Sorgen, weil viele auch immer schreiben, oh, Enya, weil ich manchmal habe ich Hate ein bisschen mehr bekommen, manchmal dann wieder nicht. Und dann, wenn da gerade so ein bisschen so diese, was macht die da, dies, das. Ja, lass dich nicht von anderen unterkriegen. So, Leute, keine Sorge, ihr braucht euch überhaupt gar keine Sorgen machen, dass ich mich irgendwie unterlassen kriege. Oh, hab ich jetzt, das war gar kein Deutsch. Auf jeden Fall brauche ich euch gar keine Sorgen machen, dass ich mich unterkriegen lasse. Okay, ich bin voll durcheinander. Sorry. Sorry, Entschuldigung, wenn ich mich irgendwie hier verquatsche. Ihr wisst auf jeden Fall, wie ich das meine und was ich meine. Das ist ja die Hauptsache. Nee, ihr braucht euch gar keine Sorgen machen, echt. Ich werde auch gar nicht aufhören oder so. Weil da jetzt ein paar Leute kommen, die mich haten. Da können auch mehr kommen. Das ist mir egal, Leute. Wirklich jetzt. Ich mache mein Ding, es macht mir Spaß. Und mich freut es zu sehen, dass ihr euch das auch gerne anguckt und euch anhört. Und deswegen danke für alles. Und ja. Ich habe euch ganz sehr lieb, Leute. Ich beende das Video auch jetzt hier. Ich wollte euch aber nur ganz kurz erzählen, was jetzt die letzten 3 Tage abging. Und Montag bin ich auch schon wieder weg. Und es wird so viel auf euch zukommen. Und ich freue mich. Leute, ich freue mich so unfassbar. Deswegen lasst euch überraschen. Und ich hoffe, dass ihr immer am Ball bleibt. Und immer mich auch weiterhin unterstützt. Mich würde das so freuen. Und ich danke euch vielmals. Und deswegen verabschiede ich mich jetzt. Und ich habe euch ganz, 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 ganz doll lieb. Und oh, ich bin glücklich, wirklich, ich bin unfassbar glücklich. Deswegen, lasst euch niemals unterkriegen. Wenn ihr einen Traum habt, dann verfolgt ihn und tut alles dafür, kämpft dafür. Egal, was einer sagt, mach dein Ding, zieh dein Ding einfach durch. Scheiß auf alles, zieh dein Ding durch und gut ist. Und Hauptsache, du bist glücklich. Du musst andere nicht damit glücklich machen. Du musst glücklich sein und kein anderer. Mein Gott, warum sollte ich meine Haters glücklich machen, indem ich aufhöre, wenn mich das dann nicht glücklich macht, weil ich traurig bin, weil ich dann aufhöre? Nein, nein. Ich mache schön weiter und das macht mich auch wirklich happy. Und deswegen, lasst euch nicht unterkriegen und ich hoffe, euch ganz lieb und ich hoffe, das Video hat euch trotzdem gefallen, auch wenn ich wieder zu viel gelabert habe. Ja, ihr wisst Bescheid und ich wünsche euch noch einen ganz schönen Tag. Ich habe euch ganz lieb, eure Enya.